Aber was bedeutet die Tauba? Tauba bedeutet eigentlich rein sprachlich, wenn wir von dem Begriff Tauba reden, bedeutet es zurückzukehren. Tauba bedeutet die Rückkehr. Tauba bedeutet eigentlich, wenn man das ein bisschen spirituell ausdrückt, dass der Mensch, der flüchtig war, zu Allah Ta'ala zurückkehrt. Der flüchtig war, der vor Allah Ta'ala geflüchtet ist, nun wieder zurückflüchtet zu Allah Ta'ala. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Allah Ta'ala erwähnt im Koran an einigen Stellen, da heißt es, Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Flüchtet zu Allah. Normalerweise, wenn man von Flüchten redet, dann flüchtet man immer von jemandem weg, nicht zu ihm. Aber die Flucht zu Allah ist zugleich auch eine Flucht vor Allah zu Allah. Man flüchtet vor Allah zu Allah. Das ist ein geschlossener Kreis. In allen anderen Bereichen flüchtet man immer von jemandem zu jemandem anderen. Oder von etwas zu etwas anderem. Und deswegen die Tauba ist die Flucht zurück zu Allah Ta'ala, die Rückkehr. Die Rückkehr vom Ungehorsam zum Gehorsam, die Rückkehr von der Ferne zur Nähe, die Rückkehr von allem, was Allah Ta'ala nicht lieb ist, zu dem, was ihm lieb ist. Das ist die Tauba mal etwas spirituell ausgedrückt. Die Tauba aber im terminologischen Sinne, das heißt etwas genauer definiert, dazu sagen die Ahlul Ilm, sie sagen hier, اجتناب ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديرا. Das heißt, das Meiden einer Sünde, die du bereits begangen hast, oder hattest, das tatsächliche Meiden davon oder gedachte Meiden. Tatsächlich oder gedachte Meiden. Denn wenn du eine Sünde nicht begangen hast, kannst du sie nicht bereuen. Also da gibt es dann keine Tauba. Das heißt, deswegen sagen sie, Dhanbun sabaqa minka mithlu. Eine Sünde, das Meiden einer Sünde, die du bereits getan hast oder eine ähnliche, das tatsächliche Meiden davon oder das Gedachte. Was meinen sie mit tatsächlichem Meiden? Ja, yani, wenn du tatsächlich noch in der Lage bist, sie weiterhin auszuführen. Jemand, dem beide Hände amputiert worden sind, ist nicht mehr in der Lage zu stehlen, oder? Normalerweise ist er nicht mehr in der Lage zu stehlen. Was ist, wenn er, yani heißt es, die Tauba ist für ihn jetzt verschlossen? Weil er kann die Sünde ja nicht mehr begehen. Deswegen haben wir gesagt, das tatsächliche Meiden oder gedachte Meiden. Also das heißt, es ist eine Form von Einstellung. Ja. Das ist die Tauba. Und dann sagt er, die Tauba ist verpflichtend für jede Sünde. Sowohl die großen als auch die kleinen. Und er wird gleich dafür einige Texte aus dem Koran der Sunna erwähnen. Und er sagt auch, dass es hier den Konsens der Ahlul Ilm gibt. Tatsächlich bezeichnet Allah Ta'ala das Ausbleiben der Reue als eine Ungerechtigkeit. Sagt, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer nicht bereut, wer nicht reumütig zurückkehrt, so sind das wahrlich die Ungerechten. Die Ungerechten gegenüber wen? Die Ungerechten gegenüber sich selbst, sie fügen sich selbst dadurch Unrecht zu, und ungerecht gegenüber anderen Menschen, falls die Sünden mit den Menschen zu tun hatten. Weil in diesem Kontext, in dem der Vers genannt wird, in der Surat al-Hujurat, da geht es um das Lästern, da geht es um das Schmähen und Beschimpfen von anderen, über das Hegen von schlechten Vermutungen. Und nach all diesen Texten, oder in dem Kontext dieser Handlung, sagt Allah Ta'ala, فَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَيْكَ مُظَّالِمُونَ. Deswegen kann es beide Formen der Ungerechtigkeit beinhalten.